Das Thema OER, das beinhaltet ja auch das Teilen und Remixen von Inhalten, nicht nur das Erstellen und kostenlose Weitergeben oder sowas. Und da bietet H5P tatsächlich ein paar schöne Funktionen und eine davon zeige ich euch jetzt. Und zwar geht es um den Download und Upload von Daten. Also erstens ist es ja häufig so, das ist gar nicht unbedingt immer möglich. Also manchmal hat man ja irgendwelche Plattformen, wo man Inhalte erstellen kann. Die kriegt man aber nicht runter, die sind immer nur auf dieser Plattform. Und wenn die Plattform weg ist, sind auch die Inhalte weg. Bei H5P ist das nicht da. Also bei H5P kann man Inhalte runterladen, sofern der Administrator das nicht unterbunden hat oder der Autor das nicht unterbunden hat. Und man kann sie auch woanders wieder hochladen. Und das Schöne ist, man kann sie nicht nur auf der gleichen Plattform runterladen und hochladen, sondern komplett über Plattformen hinweg. Und das zeige ich jetzt einfach mal. Also, das ist h5p.com, also das ist eben eine Seite, wo H5P drauf läuft. Und hier ist ein Beispielinhalt, das ist einfach so eine True-False-Aufgabe. Und klar, die kann man machen. Und ich kann die aber auch, wenn ich möchte, wenn ich die frei lizenziert habe, das sieht man bei den Metadaten hier, die kann man sich angucken, gibt es ein eigenes Video zu, dann kann ich natürlich auch runterladen, das ist hier, ein bisschen versteckt, über Reuse heißt das dann aber auch schon, also kennt ihr, wenn ihr OER kennt, Reuse ist da jetzt nicht so ungewöhnlich, dann klickt man da drauf und dann kann man sich eben diese H5P-Datei runterladen. So, das mache ich einfach mal und schmeiße mir die kurz auf den Desktop. So, das war jetzt eben h5p.com und ich sehe hier auf eine andere Seite, die kennt ihr vielleicht auch, das ist einstieg-h5p.de. Und die läuft auf Drupal. Also das ist ein ganz anderes System. Könnte auch jetzt ein WordPress sein, könnte jetzt auch ein Moodle sein. Und ich kann jetzt aber diese gleiche Datei nehmen und ich kann die hier hochladen und ich kann die weiter benutzen. Das mache ich einfach mal hier. Testen halt erstellen. Und jetzt will ich natürlich keinen neuen Inhalt haben, sondern ich möchte einen anderen hochladen. Das heißt, ich gehe hier nicht auf Inhalt erstellen, sondern auf Hochladen. Und jetzt wähle ich mir genau die Datei aus, die ich gerade runtergeladen habe. Auf dem Desktop. Da ist sie. Und mache die auf. Und sage benutzen. So, und jetzt seht ihr schon im Editor, okay, das sieht so aus wie die True-False-Aufgabe. Ich werde jetzt einfach mal auf Speichern klicken. Und ihr seht, das ist genau die gleiche Aufgabe, die ich auch hatte. Die läuft jetzt hier 1:1 weiter, so wie es auf der anderen Seite auch lief. Und so ist man wirklich, es ist ein Remixen und Teilen. Also ihr seht, ich kann die jetzt nicht nur benutzen, ich kann sie auch weiter bearbeiten. Das macht H5P halt super einfach und das eben auch über Plattformgrenzen hinweg. Zwischen Moodle, WordPress, Drupal, StudIP, Ilias und was es noch so alles gibt.